Uhrwerkbombe. Ah, habe ich die jetzt? Ist das jetzt so eine Fähigkeit? Ja, hab ich's. Ey, cool. Und wie explodiert die? Nochmal drücken. Okidoki. Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben oder meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, weiter geht's bei Alice Madness Returns. Ja, wir können uns euch nochmal angucken, was der Ketzerich zu sagen hat. Abstauben, Mädchen. Der Hutmacher soll dich doch von deiner besten Seite sehen. Es heißt natürlich nicht Ketzerich, es heißt Kater, aber ist doch egal. Aha. Wir sollen also abstauben. Mal richtig schön abstauben. Aha. Ah, bleibt das jetzt aktiviert? Sehr gut. Sehr gut. Und wie kriegen wir das jetzt wieder hoch? Aha, doch nicht. Kann man da durchspringen? Ich schätze mal nicht. Aber wir probieren es. Für die Wissenschaft. Tja. So viel dazu. Man stirbt da einfach instant, ne? Einfach instant. Was soll es sein? Lava oder... Jedenfalls. Aber man muss da länger draufbleiben. Ja, das ist schön. Komm. So. Da drüben ist Katzensymbol, ja. Wie weit geht das jetzt hoch? Denn da ist ja auch noch was. Also das hier ist offensichtlich... Ah ne, ist eine Sackgasse. Dachte, hier geht's weiter. Sorry. Natürlich geht's hier weiter, Leute. Natürlich. Jo. Da. Wir müssen jetzt hier lang, oder wie? Wie kommt man darauf? Oben steht schon so ein Teekessel-Ding. Wartet auf mich. So, und ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Pott. Augenpott, ne? Gab's da noch was? So, sieht wieder nach so einem Kampfplatz aus. Kann mich aber auch täuschen. Denn jetzt war es wieder sehr lang ruhig. Oh. Ach, doch kein Augenpott. Ist ein Hebel. Dann ist das, was da runter rinnt, wohl heißer Tee. Kennt man doch, wenn man heißen Tee trinkt, dann stirbt man. Wenn man ihn berührt. Hey. Ui, ui, ui. Hilfe. Was ist denn jetzt passiert? Und Hase. Uhrwerkbombe. Aha. Wenn ich gewinnt, dann bin ich. Aha, 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 okay. Uhrwerkbombe. Ah, habe ich die jetzt? Ist das jetzt so eine Fähigkeit? Ja, hab ich's. Ey, cool. Und wie explodiert die? Nochmal drücken. Okidoki. Der Hase, der nie pünktlich war, ne? Mit seiner Uhr, die immer kaputt war. Das war doch die Story hinter dem Ganzen. Der Hase hat ja auch Alice irgendwie ins Wunderland gebracht. Nice. Jetzt noch mal kurz nachgucken. Kann man diese Waffe upgraden? Ne, ist also keine Waffe eigentlich. Aber ich glaube, man kann sie auch im Kampf verwenden. So. Oh, das wollte ich nicht. Ich will die Zähne noch. Ja. Gut. Hundbüro. Weiter geht's. Im Fundbüro. Das scheint mir sprengbar.
Oder auch nicht. Auch nicht. Wieder nur Konfetti rauskommt. Ich will da oben irgendwie rein oder so. Ich will diese Erinnerung haben. Tja. Ach, hier. Hier kann man schön rein. Zur Erinnerung. Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und puff, werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche. Ah. Das sieht man hier schon. Das ist anscheinend jetzt eine lebhafte Erinnerung von Alice. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. Alter! Hier ist aber der Wahnsinn los, ne? Aha, bei geringer Gesundheit hat Alice die Möglichkeit, in Hysterie zu verfallen. Okay. Verfalle in Hysterie, indem du Enter drückst. Ja, ich spiele mit dem Controller, Leute. Zustand der Hysterie kann Alice nicht verletzt werden. Und sie richtet mehr Schaden an. Ja, ist ein Frenzy-Mode halt. Aber Vorsicht, Hysterie ist zeitlich begrenzt. Aha. Aha. Alter, jetzt leckt's aber mal richtig. Aha. Das erinnert mal stark an Devil May Cry. An den Frenzy Mode. Den Teufelstrigger oder wie das hieß. Oder Dämonentrigger. Bessert mich gern aus in den Kommentaren, wenn ihr wisst, wie das wirklich heißt. Da wurde dann auch alles irgendwie rot, schwarz und weiß. Und man konnte sich schnell bewegen und die Gegner waren in Zeitlupe. Man hat mehr Schaden gemacht und hat Leben zurückbekommen für jeden Schlag. So ungefähr ist es da jetzt. Der rechte Stick war das, ne? Oder der linke? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls cool, dass wir das sowas implementiert haben. Denn ihr habt ja schon gesehen, ich bin nicht so gut im Kämpfen. Und wenn es sowas gibt, dann rettet mich das vielleicht irgendwann mal. Aktiviere den Zielmodus, indem du T drückst. Ja, das geht bei mir nicht. Schließe auf die Schalter. Ja, ja, ja. Also Ampel. Hier, Zielmodus. Wo ist denn der Schalter überhaupt? Schalter? Hallo, Herr Schalter. Nein, keine Bombe. Wo ist der Schalter? Ich sehe den nicht. Ist das der Schalter? Ah, das ist der Schalter. Okay, okay. Und nun? Nochmal drauf? Nee, geht nicht. Also man kann die nur einmal aktivieren. Ja, immer die Bombe. Ist voll Bombe. Ein Häschen. Ach. Nein. Böser Traum. Nein. Schlimmer Traum. Schlimme gute Nacht. Hutmacher, ich hatte dich zwar in erbärmlichem Zustand verlassen, aber nicht in Einzelteilen. Oh, du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen aber
fehlt mir fehlen kaum. Was passiert ist, solltest du besser wissen als ich. Das ist immerhin dein Platz. Mein Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Was ist los? Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch, runter den Schlund und dann die Eingeweide winden. Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensupperich die Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam, das Licht grell, der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher. Ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nichts für ungut. Und das Ärgste, ich habe keinen Tee mehr. Tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den Rest erledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt. Okay, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Hutmacher ein Cyborg war, aber das wird schon neu sein. Ja, ja gut, wir müssen den Hutmacher jetzt zusammensetzen. Ich schätze mal, dass das gar nicht so gut ist, wenn wir das machen. Also, erfahrungsgemäß bauen wir jetzt unseren eigenen Gegner zusammen. Aber es ist jetzt nur meine Vermutung, ne, dass wir einfach hier den Hutmacher dann am Ende bekämpfen. Vielleicht wird er auch unser bester Freund und hilft uns. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Aha, nur mit Hilfe von Gewicht. Ja, okay. Ah, man kann die Bomben auch draufstellen. Das ist interessant. Macht auch irgendwie Sinn, ne, sowas zu platzieren. Das ist jetzt mal etwas, was ich von anderen Spielen nicht so kenne. Ja, ist halt mehr so ein bisschen Zelda-mäßig, ne, wo man halt so Blöcke wo draufschieben muss. Aber dass man wirklich die Bombe draufstellt, das hatte ich jetzt noch nie. Jetzt zack, Bombe. Und der bleibt ja auch nicht lange, ne? Der ist ja zeitlich begrenzt. Und man kann ihn von Ferne weg explodieren lassen. Das ist richtig gut. Da kann man richtig gut ein Puzzle mitmachen. Tjo. Was war das jetzt für eine Cutscene? Ja, egal. Jetzt mal Ladebildschirm. Schmelzen und Wiederkehren, ha? Montage oder Zerstörung? Ah, Montage. Sorry, ich bin zu blöd. Da steht natürlich Montage. Nach Bedarf. Oh, ein Schirm. Paradies für Arbeiter. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeit. Aha, drücke E, während du dein Ziel anvisierst, um mit Alice Regenschirm zu blocken. Ah, ein Schild quasi. Jetzt, welche Taste ist das jetzt wirklich? Ekelhaft. Leute, gerade ein bisschen. Ah, aha. Aha. Diese Taste ist es. Wie geht das? Ja, nice. Und? Und? Mache ich es falsch? Anscheinend. Ha, ich habe es falsch gemacht. Gut. Okay, was hältst du von einem Häschen? Hilft nichts. Okay. Alter, was? Dollar war schon irgendwie seine Geschosse zu reflektieren, oder? Alter, keine Ahnung. Ja, jetzt geht's. Vorhin ging's irgendwie nicht. Kann man nicht blocken, wie es aussieht. Alter, Alter, Alter. Frenzy Mode. Oh, ich sehe gar nichts mehr jetzt. John.
Jo. So Leute, weiter geht's. Eine Panne jagt die nächste. Mir ist gerade das Spiel abgekackt. Ich weiß auch nicht warum. Das mit dem Schirm, das kennen wir schon. Testen wir jetzt gleich nochmal. Jetzt wissen wir ja ungefähr, wie es geht. Ah, ich höre die ganze Zeit ein Schweinchen. Das müssen wir dann auch. Bedrohlicher Verfall. Das habe ich vorher gar nicht vorgelesen. Das ist ein Reich. Also, das habe ich nicht gecheckt. Der hat davor so Ärmchen und die muss ich wegbomben. Dann kann ich erst, den anderen beginnen. Okay, jetzt kommt die Bombe. Ah, war zu früh. Ja, jetzt. Guck mal, jetzt kann ich draufballern. Vorausgesetzt, der lässt mich. Oh Gott. Drück immer die falsche Taste, ne? Ich will ja ausweichen. Oh, ich will, Leute, bin ich wieder schlecht. Kennt ihr das, wenn das Auge juckt und du kannst aber gerade nicht vom Controller weg? Jetzt. Au, au, au. Eine Kratze. So. Ah, da ist auch schon ein Schweinchen. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. So. Wo war das jetzt? Wo bist du? Schweini. Da. Upsi, dupsi. Aha. Jetzt, wie komme ich da ran? Wie komme ich da ran? Shutter aktivieren hier. Den auch. Erstmal warten. So. Ist das auch ein Schalter? Nee. Aha, da wäre ich sowieso hingekommen. Das ist jetzt Jahre her. Es ist Zeit, diese Kindereien abzulegen. Ja, danke schön. Wie diese Info, Herr Doktor. Dort, baba, falsche Taste. Komme ich da rüber? Ja. So mobil. Was will ich jetzt? Will ich zuerst mit dem Aufzug da drüben fahren? Oder will ich hier in die Tasse steigen? Steigen wir in die Tasse. Juhu! War cool. Schade, ich dachte, da kommt jetzt irgendeine Cutscene mit Loopings und so. War anscheinend nicht so. So Leute, aber was die Katze uns zu sagen hat, das sehen wir in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal oder schreibt einen Kommentar, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!